wie hier mit einem Bürger umgegangen ist, der ja unter anderem eine Strafanzeige erstattet hat, ist meines Erachtens rechtsstaatswidrig. Ich möchte mich allerdings nicht zu dem Fall insgesamt äußern. Ich will mich nur äußern zu der Frage, ob dieses sechsseitige Papier, das Herr Mollert unter dem Datum des 9.12.2003 an die Staatsanwaltschaft zunächst in Berlin gerichtet hatte, ob es sich hierbei um eine Strafanzeige im Sinne des Gesetzes handelt oder nicht. Es handelt sich um ein Papier, es enthält viele Namen im Einzelnen, deshalb will ich es im Moment auch aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht hier verteilen, das äußerlich diese Aufmachung hat an den Generalstaatsanwalt in Berlin, Herrn Generalstaatsanwalt Dieter Neumann. Es enthält großflächig im Kopf des Schreibens das Wort Anzeige, darunter noch einige Delikte, deretwegen er meint, hier Anzeige erstatten zu sollen, Steuerhinterziehung, Steuerumgehung, Geldwäsche, Anstiftung, Beihilfe dazu, noch weitere Vorwürfe. Und er schildert dann einen Sachverhalt, der insgesamt sich durchaus schlüssig liest. Er berichtet davon, dass er seinerzeit mit seiner Ehefrau gemeinsam Fahrten in die Schweiz unternommen habe. Es sei dabei darum gegangen, Schwarzgeld, also Geld an der Steuer vorbei, in die Schweiz zu transportieren. Diese Kurierdienste habe er zahllose Male unternommen, habe dann allerdings ein schlechtes Gewissen bekommen, beziehungsweise habe ihn das geplagt, auch sein Gewissen geplagt, und er habe dann davon Abstand genommen. Seine Frau sei dann später auch zum Teil mit Kollegen mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Man habe dort von der Hypovereinsbank aus Kontakt gepflegt, einmal mit der Anlage- und Kreditbank, der sogenannten AKB. Später, als die Banker in der Schweiz, die bei der AKB für sie gearbeitet haben, zu anderen Bankhäusern wechselten, zum Bankhaus von Ernst und dann zum Schluss bei der Bank Loi gearbeitet haben, habe sie auch dieses Geschäft zum Teil auf ihre eigene Kappe genommen und habe dann Geldtransporte zum Bankhaus Loi vorgenommen. Es sei zum Schluss so gewesen, dass es habe sich insgesamt so ausgeweitet, dass seine Frau fast wöchentlich ihre Kurierfahrten in die Schweiz machte. Seit Jahren arbeitete sie bei der Hypovereinsbank nicht, damit sie dann ihre Fahrten in die Schweiz machen konnte. Er nennt in der Strafanzeige insgesamt 24 Kunden seiner Ehefrau, überwiegend aus dem Nürnberger Raum, die mithilfe seiner Ehefrau Schwarzgelder insgesamt in Millionenhöhe in die Schweiz transferiert hätten. Außerdem führt er noch auf einer längeren Liste insgesamt 39 Personen auf, die als Zeugen und als Täter in Betracht kommen. Weiterhin nennt er noch ein in Luxemburg und Frankfurt tätiges Unternehmen, die Franklin Templeton Investment Services GmbH, bei der auch die Kunden seiner Ehefrau Geld deponiert hätten. Das seien die gleichen Kunden, die auch Schwarzgeldkonten in der Schweiz geführt hätten. Diese Strafanzeige, dieser Strafanzeige verweist er auch noch auf ein Schreiben vom 24.09.2003 mit einem Umfang von 106 Blättern, wobei er in dieser Strafanzeige nicht angibt, wem er dieses Schreiben nun übergeben habe. Das wird auch Teil der Bewertung sein, was die Staatsanwaltschaft auf diese Strafanzeige hätte unternehmen sollen. Was hat sie unternommen? Offenkundig nichts. Jedenfalls mit Schreiben vom 19.02.2004 teilt die damals zuständige Dezernentin bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg führt dem Herrn Mollert Folgendes mit. Gemäß § 152 Absatz 2 Strafprozessordnung ist ein Ermittlungsverfahren wegen verfolgbarer Straftaten nur dann einzuleiten, wenn hierfür zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Solche zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte sind der Anzeige nicht zu entnehmen. Der Anzeigerstatter trägt nur pauschal den Verdacht vor, dass Schwarzgeld in großem Umfang in die Schweiz verbracht wird. Aus diesen unkonkreten Angaben, so heißt es in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft, ergibt sich kein Prüfungsansatz, wörtlich.
der die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechtfertigen würde. Etwaige zivilrechtliche Ansprüche werden durch diese Entscheidung nicht berührt. Wie ist das Ganze rechtlich und tatsächlich zu bewerten? Zunächst einmal von der rechtlichen Seite her. Wir haben in der Tat einen Paragraphen 152 der Strafprozessordnung, in dem auf der einen Seite geregelt ist, dass die Staatsanwaltschaft zur Erhebung der öffentlichen Klage berufen ist. Das nennen die Juristen das sogenannte Offizialprinzip. Also die Strafverfolgung erfolgt grundsätzlich nicht durch den Bürger, sondern immer nur durch den Staat. Des Weiteren heißt es im Absatz 2 dieser Vorschrift des Paragraphen 152, die Staatsanwaltschaft ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Das ist jetzt die Grundlage des sogenannten Legalitätsprinzips, was einfach schlicht bedeutet, Verfolgungszwang, wie es das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, Verfolgungszwang gegen jeden Verdächtigen. Also eine Pflicht zum Einschreiten, sobald sich der Anfangsverdacht auf eine Straftat richtet, also eine tatbestandsmäßige, rechtswidrige und möglicherweise schuldhafte Handlung. Dabei ist natürlich die Frage, was ein Anfangsverdacht ist, wie die Juristen das so gerne nennen, ein unbestimmter Rechtsbegriff, der auch einen gewissen Beurteilungsspielraum erlaubt. Aber grundsätzlich geht die Rechtsprechung dahin, dass es einen Verfolgungszwang gibt. Also wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, dann hat die Staatsanwaltschaft kein Ermessen, ob sie jetzt vorgeht oder nicht, ob sie jetzt Zeit hat oder nicht, sondern sie muss vorgehen. Das ist keine Ermessensentscheidung. Wobei auch in der Kommentarliteratur und der Rechtsprechung auch hinsichtlich des Maßes des Anfangsverdachts klar gesagt wird, es reiche eine geringe Wahrscheinlichkeit der Begehung einer Straftat, auch dürftige und ungeprüfte Angaben, ebenso wie auch einseitige Behauptungen können ausreichen, um die Prüfung des Grades ihrer Wahrscheinlichkeit vorzunehmen. Das ist gerade das Wichtigste jetzt bei dieser rechtlichen Betrachtung. Eine Strafanzeige ist nicht erst dann eine Strafanzeige, wenn der Betreffende, der die Anzeige erstattet, Beweismittel vorlegt. Denn das ist ja erst das Ziel einer Strafanzeige, dass die Staatsanwaltschaft die Beweise überprüft und zum Teil die Beweise herbeischafft, dass er quasi selber schon Ermittlungen getätigt hat und Angaben macht, die sofort auf Anhieb überzeugend erscheinen, ist nicht Voraussetzung für die Bejahung einer Strafanzeige. Wobei wir hier bei der Strafanzeige von Gustl Mollat den nicht seltenen, sondern eigentlich die Regel darstellenden Fall haben, dass zunächst jemand etwas einseitig behauptet und das Ganze nicht aus sich heraus gleich sofort überzeugend sein muss. Da gibt es zwei Kriterien. Zum einen erstmal die Glaubhaftigkeit der Darstellung aus sich heraus. Ist der Sachverhalt, der hier beschrieben wird, ein schlüssiger, ein plausibler Sachverhalt? Das ist ohne weiteres hinsichtlich dieser Fahrten, die er hier beschreibt, die er in die Schweiz gemacht hat, nach Zürich, zur AKB-Bank und zum Bankhaus Loi zu bejahen. Des Weiteren ist natürlich auch immer die Frage der Glaubwürdigkeit des Anzeigerstatters. Hierbei kommt es dann darauf an, ob man eben das äußere Tatgeschehen, was geschildert wird, ob man das auch in bestimmten Einzelheiten vielleicht auf Anhieb überprüfen kann. Beispielsweise kommt in der Strafanzeige wiederholt der Name eines Bankers vor. Ich nenne ihn jetzt mal einfach nur schlicht Ricardo, ohne den Nachnamen. Dieser Banker habe damals Mitte der 90er Jahre bis zur Hälfte der zweiten Hälfte der 90er Jahre bei der AKB Bank gearbeitet, dann bei dem Bankhaus von Ernst und schließlich bei der Bank Loi. Welche Recherchen hätte die Staatsanwaltschaft damals im Dezember 2003 aufgrund dieser Angabe schon vornehmen können? Sie hätte beispielsweise, auch damals war schon das Schweizerische Handelsamtsblatt, in dem die Namen aller Banker mit allen ihren Funktionen veröffentlicht werden, im Internet zugänglich. Das ist seit März 2002 der Fall gewesen. Die Staatsanwaltschaft hätte ohne weiteres, wir haben jetzt meiner Stellungnahme auch beigefügt, den Auszug aus der Veröffentlichung vom 8.5.2002 des Schweizerischen Handelsamtsblattes feststellen können, dass bei der Bank Loi Ricardo arbeitet in verantwortlicher Position.
Das ist zwar nur eine äußere Übereinstimmung mit dem, was Gustl Mollat hier geschildert hat, ist aber zumindest ein Hinweis darauf, dass er sich das nicht hat frei einfallen lassen, was er dort schildert. Des Weiteren auch ein Ansatz der Überprüfung, der ganz naheliegend ist. Er schildert in seiner Strafanzeige, dass seine Ehefrau damals zum Teil schon die Geschäfte auf eigene Kappe gemacht habe und das einen solchen Umfang eingenommen habe, dass sie freitags nicht mehr bei der Hypovereinsbank in Nürnberg gearbeitet habe. Das etwa ist ein Punkt, den die Staatsanwaltschaft ohne weiteres durch, also sie sei dann freitags immer in die Schweiz gefahren. Das ist etwas, was die Staatsanwaltschaft sofort und ohne weiteres durch eine Auskunft bei der Hypovereinsbank hätte klären können. Gab es bestimmte Zeitabschnitte während ihrer Tätigkeit bei der Hypovereinsbank, wo sie freitags ihre Tätigkeit jetzt bei der Bank in Nürnberg unmittelbar ferngeblieben war, aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich krank gemeldet hat regelmäßig oder ob sie für den Freitag generell beurlaubt war. Das etwa wären unmittelbar, man könnte aus der Strafanzeige noch einige mehr Beispiele nennen, das sind aber Recherchen, die unmittelbar hätten angestellt werden können, um einfach nur mal zu überprüfen, redet der aus dem Bauch heraus oder schildert er da tatsächlich Geschehnisse, die auch zumindest von ihren äußeren Zusammenhängen her zumindest partiell überprüfbar sind. Die Staatsanwaltschaft, wenn sie, ich hatte zwei Beispiele jetzt genannt, etwa Zugriff auf das Portal des Schweizerischen Handelsamtsblattes, genauso auch Auskünfte bei der Personalabteilung der Hypovereinsbank hin, sie ihres Fernbleibens freitags bei der Hypovereinsbank in Nürnberg, die ohne weiteres dann dazu geführt hätten, möglicherweise noch weitere Recherchen anzustellen. Und dann wäre es natürlich naheliegend gewesen, die Namen all derer, die jetzt als Kunden der Ehefrau genannt werden, auch noch einmal jetzt laufend zu überprüfen, sind sie tatsächlich Kunden bei der Hypovereinsbank und gibt es dort verdächtige Geldbewegungen, Abhebungen und so weiter und so fort. Letztlich, auch da hätte man dann, weil ja ein Bankgeheimnis gegenüber den Strafverfolgungsbehörden nicht existiert, auch zu Ergebnissen kommen können. Letztlich, wenn man denn nun Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Gustl Mollat gehabt hat, wäre es ja auch ein einfaches gewesen, ihn einfach schlicht als Zeugen vorzuladen, ihn einfach mal persönlich anzuhören und ihn zu fragen, was haben Sie denn sonst noch für Unterlagen, für Beweise? Er sprach in seiner Strafanzeige davon, dass er noch weitere Dokumente vorlegen könne und auch schon vorgelegt habe in einem 106-seitigen Papier. Dieses 106-seitige Papier war in dem Strafverfahren von ihm überreicht worden an den zuständigen Strafrichter. Der hat es dort zur Akte genommen, aber nicht sonderlich ernst genommen. In diesem Papier sind in der Tat einige Unterlagen, die jetzt nichts mit diesem Vorwurf zu tun haben, aber dort sind auch einige Dokumente, Vermögensverzeichnisse, offenkundig Auszüge von schweizerischen Banken und des Weiteren auch Anweisungen seiner Ehefrau handschriftlich an den Ricardo, welche Abhebungen auf den Konten jeweils und Umbuchungen vorgenommen werden sollten auf den Konten in der Schweiz. Das hätte natürlich auch wiederum überprüft werden müssen. Sind das echte Dokumente? Sind das Dokumente seiner Ehefrau? Aber all das ist offenkundig nicht geschehen und summa summarum ist jedenfalls die Einschätzung, diese Strafanzeige sei nur ein Sammelsurium ohne Anhaltspunkte für konkrete Ermittlungen, evident falsch. Ich meine, dass die Staatsanwaltschaft hätte veranlasst sein müssen, hier Ermittlungen aufzunehmen und dass das Gegenteil geschehen ist, ist aus meiner Sicht Pflicht und rechtswidrig.